Ich habe erfasst, dass es in der Scientologie durchaus um den Wert des einzelnen menschlichen Wesens geht. Scientologie im heutigen Deutschland anzuwenden, kann bedeuten, sich selbst besser insofern zu verstehen, als mein Herr über sein eigenes geistiges Wohlergehen wird und es zu bewahren versteht. Es kann dazu bewegen, sich tatsächlich weiterzuentwickeln. Ich habe das einmal in einer sehr fast banalen biografischen Szene erlebt. Wir können tatsächlich die Zwänge überwinden, die unser altes Leben bestimmten und brauchen es nicht zu wiederholen, sondern wir dürfen immer wieder neue Initiativen ergreifen. Es ist meine Überzeugung, dass die Dianetik und die Scientology dabei zu helfen vermag, das Bewusstsein des Menschen im neuen Bereiche des Verstehens hinauf zu katapultieren. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, mir zugehört zu haben. Das pulsierende Leben hier in Berlin, das pulsierende kulturelle Leben, die ungeheure Vielfalt neuer Initiativen, die wir hier erleben und beobachten, all dies braucht einen geistig-kulturellen Kraft- und Ruhepunkt, der die Einheit in der kulturellen Vielfalt herstellt. Wir brauchen Oasen, in denen sich die systematische Klärung der Probleme ereignen kann. Möge dieses Haus also ein wahrer Tempel des Geistes sein. Ein Haus der geistigen Begegnungen, ein Haus des Austausches geistiger Inhalte, ein Haus der Wahrheit und der Freiheit. Freiheit wahrlich nicht gemeint als Willkür, als Zügellosigkeit, als Anarchie, sondern als geistiger Wille, der Inhalt und Form, freie Entfaltung und selbst auferlegte ethische Regeln und Gesetze zu vollendeten Harmonie bringt. Was unser großer alter Goethe sagte, von der ganzen Erde sagte, sie sei eine Pflanzschule des Geistes, das sei dieses neue Scientology-Haus für Berlin. Und deswegen sage ich zum Schluss, solche Menschen, solche neuen Menschen, mit einem neuen Geist braucht unser Land, braucht Berlin. Ich danke Ihnen.